hier Wasser verteilen. Jungs, Mädels, vielen Dank dafür. Meine Regisseurin steht bereits mit einer Lederpeitsche hinter mir und drückt auf die Uhr. Und deshalb noch eine ganz schnelle Frage an den Kollegen Baumann. Wie vollständig ist denn der Kader? Geht da noch was? Erstmal personell vollständig und auch budgetmäßig geht eigentlich nichts mehr. Das ist so. Nach wie vor ist die wirtschaftliche Situation alles andere als entspannt. Aber wir mussten jetzt auch nicht mehr große Transfererlöse erzielen. Das hat natürlich geholfen. Aber es ist jetzt einfach auch nicht so, dass wir finanziell noch was machen können. Insofern gehe ich davon aus, dass auf der Zugangsseite nichts mehr passiert und auf der Abgangsseite. Gewichten. Aber die Tatsache ist, wir haben sehr, sehr viele große Spielerpersönlichkeiten in unseren Reihen gehabt. Einer, der übrigens nicht hier sein kann, möchte ich eben erwähnen. Joe Bicou wird heute 49 Jahre alt. Das möchte ich auch noch eben kurz erwähnen. Der ist nicht hier, aber wir haben zwei sehr viel langjährige Werderaner hier, die wir heute einreihen wollen in die ehrenvolle Galerie unserer Ehrenspielführer. Und jetzt kommen wir zu zwei wirklichen Legenden. Ich glaube, bei der ersten muss ich ein bisschen ablesen. Ich weiß aber aus der Erinnerung, weil ich alt genug bin, das damals noch mitbekommen zu haben. Als er kam, war er schon 29 Jahre alt. Er kam von Atletico Madrid. Und wir alle haben damals gedacht, er lässt seine Karriere noch so ein bisschen ausklingen, aber er spielte dann noch 11 Jahre für Werder. Und zwar bis zu seinem 40. Lebensjahr. Genau genommen bis zum 41. sogar. Ich bitte euch um einen großen, großen Applaus für Mirko Votava! Nicht zu viele Daten runterrattern, nur bis 1993 und unter seiner Spielführung haben wir die Titel geholt, die Arni gerade kurz aufgelistet hat, in einer unfassbaren Qualität, und damals als Werder-Fan schlug einem immer das Herz höher, und alle Erfolge sind sehr eng mit Mirko Votava verbunden, der Europapokal 92, die Meisterschaft 93, aber natürlich auch die Pokalsiege, die wir errungen haben. Und es war leider so, dass Mirko die Ehre, als Ehrenspielführer geehrt zu werden, damals noch nicht zu alleine, ne? So ist das. Es gibt ja Leute, die kommen aus dem Rheinland nach Bremen, fühlen sich hier super wohl, meinen dann aber, naja, in Westfalen... Wichtig, also, Mirko möchte gerne ein paar Worte sagen. Oh, natürlich. Doch. Ja, bei der Begrüßung hier, was ich so jetzt hier gesehen habe, da muss ich mich eigentlich bedanken. Wir haben super begrüßen, super Jahre bei Werder Bremen. Ich hoffe, dass wir vielleicht mal in der Zukunft wieder mal dahin kommen, wo wir vielleicht waren. Ist natürlich keine leichte Aufgabe, aber ich hoffe, dass unsere Geschäftsführung das alles hinbekommt. Vielen Dank für die Begrüßung und auf ein neues Jahr. Danke. Ja, wir haben tatsächlich, man hat als Verein auch mal Regentag. Der Bremer ist ein fairer Fan. Ja, auch der Gegner wird geschätzt, denn gegen Bremen kann man mal verlieren. SVW auf sich gesetzt, steht auf. Steht auf, wenn ihr Bremer seid. Empfangen wir die Gäste und singen jetzt vereint. Hier regiert der SVW. Hier regiert der SVW. Hier regiert der SVW. Hier regiert der SVW. Der Zauber siegt im Nacht. Im Norden und im Rest der Republik. Wir sind Herren, grün-weiß das Entleben. Wer Meister von der Weser, das Phänomen. Die Spieler von Werder! Werder! Werder!
stehen da alle schon. Ich kann sie sehen, ihr noch nicht, aber ihr gleich auch. Wir machen das mal sortiert nach Mannschaftsteilen und bitten sie jetzt alle nacheinander auf der Bühne. Und ich habe da gleich alle zusammen, bis auf einen Benny Goller, ist in der Reha, kann nicht dabei sein. Ich wollte noch mal nach dem Trikot fragen. Die Leute wollen jetzt, glaube ich, die Spieler sehen. Ja, ist ja gut. Ist ja, ja. Also, wir beginnen mit unseren Torhütern, glaube ich, oder? Ja, und da würde ich mal sagen, beginnen wir mit dem Mann, der uns auch dazu getrieben hat, dass wir wieder in der ersten Bundesliga spielen, insbesondere im ersten Teil dieser Saison. Hier kommt unsere Nummer 30, hier ist Micha! Micha! Nachwuchshoffnung auf der Position des Torhüters. Zunächst mal bitte ich euch um Applaus bei seinem ersten Tag der Fans, unsere Nummer 40, Louis Lott. Ein Riesentalent mit der 37 diese Saison. Unterwegs. Euer Applaus für Mio Backhaus! Nummer 38, sein voller Name Eduardo dos Santos, genannt Kudo Hetzler. Stadionsprecher immer unsere absolute Nummer 1 im Tor, Sirsi! Sirsi! Ich wusste nicht, dass er sich entschlossen hat, Werderaner zu bleiben. Er hat seinen Vertrag verlängert und wir sind froh, dass wir ihn haben. Unsere Nummer 13, Milos! Wie Kopenhagen, das war sein Vorverein. Und er genießt nach wie vor großes Ansehen in Dänemark. Die verfolgen seine Karriere bei uns ganz genau. Eine starke Saison gespielt. Unsere Nummer 3, Toni! 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 Den kriegen wir nicht. Er hat schon den Adler auf der Brust getragen. Er ist ein gestandener Bundesligaspieler und in Zukunft ist er einer von uns. Unsere Nummer 4, Niklas! 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 Richtig gemacht, tolle sind gespielt, immer wieder mit seinen Flügelläufen die Seiten aufgerissen. Unsere 27, Felix! Abu. Felix! Abu. Felix! Abu. Schon über eine erstaunliche Portion an Erfahrung verzeichnen kann. Wir begrüßen unsere neue Nummer 5, Amos! Siefer! Amos! Siefer! Amos! Siefer! Der am Ende losgeheißt werden konnte und dass er jetzt zu Werder Bremen gehört, unsere neue Nummer 26, Lee Buchanan! Und auf einmal war der Weg frei zu seinem neuen Herzensverein, zu uns, zum SV Werder Bremen. Hier ist unsere Nummer 8. Herzlich willkommen, Mietje! 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 Karriere
vielleicht irgendwann mal verfilmt wird, weil sie so ungewöhnlich ist. Wir sind so froh, dass wir ihn haben. Er ist ein toller Fußballer, ein toller Typ, ein toller Mensch, ein toller Werderaner. Hier ist unsere 36, Christian! Oh! Christian! Oh! Christian! Oh! Glück gehabt. Also ich kann mich an kaum einen erinnern, der nicht funktioniert hat bei uns. Und der hat, und das sage ich voraus, eine richtig große Karriere noch vor sich. Kleiner Mann, ganz groß, der Zauberfuß, der Zauberer, unsere Nummer 20, Romano! Yeah. Romano! Yeah. Romano! Yeah. Kann dort sehr viele Positionen spielen und war in dieser Funktion in der Aufstiegssaison für uns vielfach sehr, sehr wichtig. Hier ist unsere Nummer 23. Nikolai! Ja. Nikolai! Ja. Nikolai! Ja. Dass er sich mit einem Kenner des dänischen Fußballs unterhalten hat und in höchsten Tönen gelobt hat, was wir da für einen Mann bekommen haben. Wir haben inzwischen auch wirklich versucht zu klären, wie man seinen Nachnamen richtig ausspricht. Stellt euch einfach vor, am Schluss sind drei S. Dann liegen wir richtig. Hier ist unsere neue Nummer 6, Jens Stähl! Das hier, denk mal, wer ist das? Und dann siehst du den auf dem Feld und denkst, wow, kann der kicken, sensationell. Und der hat auch noch eine Riesenkarriere noch vor sich. Der ist noch jung, eine ganz große Entwicklung hat er bei uns schon gemacht und er setzt sie fort, da bin ich ganz sicher. Hier ist unsere 22, hier ist Niklas! Ja. Niklas! Ja. Niklas! Ja. Gezockte Spieler und der nun folgende verkörpert das perfekt. Hier ist ein Mann, der in der nächsten Saison angreifen will. Hier ist unsere Nummer 10, Leonardo! Leo! Leo! Und spielen. Ein echter Mittelstürmer mit der Nummer 9. Welcome, Oliver! Stolz, dass er bei uns seinen Weg macht und er wird sicherlich seinen Weg noch sehr viel weitermachen. Unsere Nummer 21, Ehren! 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 Ich sag gar nicht viel. Hier ist unsere Nummer 7, Marvin! Was wären wir ohne den anderen? Sensationelle Saison gespielt, sich durchgebissen. Unsere Nummer 11 ist Niklas! 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 Trainer. Ich glaube, es gibt kaum einen Cheftrainer, der in diese Stadt so schnell ins Herz geschlossen hat. Hier ist für euch, liebe Freunde, Ole! 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 So, und wir haben jetzt eigentlich, haben wir jetzt alle... Kennst du einen Friedel? Hast du mal gehört, Ole? Also, wenn ihr jetzt messerscharf kombinieren könnt, dann wisst ihr auch, warum jetzt ein Spieler noch fehlte, denn ich habe euch ja schon erwähnt, dass wir unseren neuen Kapitän vorstellen können. Und der kommt jetzt. Unsere Nummer 32, Marco! Marco! Marco!
Auf Platz 2 Niklas Füllkrug. Und natürlich hätten sie es genauso verdient, aber wir haben nun mal die Fans gefragt und die Fans haben klar gesagt, wer es sein soll. Und das ist einer, ja, der hat 21 Tore geschossen, davon 20 für Werder und 1 gegen Werder. Er hat nicht mal die ganze Saison gespielt, aber er hat mit seiner Art zu spielen, mit seiner Art Tore zu schießen, uns alle begeistert, hat die Mannschaft mitgerissen. Spieler der Saison 2021-2022 mit 10 Assists und Topscorer der Liga, Marvin Dux. Duxi, kommst du mal eben ein bisschen rüber zu uns hier? Wunderbar. Ja,